Ja. Kerstin Garefrekes, heute gab es Leverkusen Frankfurt. Frankfurt gewinnt und das ist wichtig, denke ich. Hè? Ja, natürlich. Also unser Ziel ist es natürlich in der Meisterschaft irgendwie bis zum letzten Spieltag irgendwie oben mit dabei zu sein und möglichst einen der ersten beiden Plätze nochmal zu ergattern. Und da brauchen wir natürlich heute diese 3 Punkte unbedingt und deswegen sind wir sehr erleichtert und sehr froh, ja, die mitnehmen zu können. Hofft man noch auf das letzte Spiel gegen Wolfsburg, um dann zuzuschlagen? Ja, was ich gerade schon gesagt habe, also unser Saisonziel war es, einen der beiden ersten beiden Tabellenplätze zu ergattern und das ist noch möglich und dafür kämpfen wir und dafür geben wir alles und zwischenzeitlich waren wir ja schon wirklich ein paar Punkte entfernt und keiner hat mehr an uns geglaubt, nur wir haben uns an uns geglaubt und deswegen hoffen wir, dass wir jetzt am Ende der Saison auch nochmal belohnt werden und ja, umso froher sind wir heute. Das kann ein Riesenfinale sein, Frankfurt-Wolfsburg und dann 4 Tage später noch einmal in der Champions League-Finale. Ja, dann müssen wir erstmal das Halbfinale gewinnen, ja. Also ich meine, das wäre natürlich schön, wenn uns das gelingen würde. Also Champions League-Finale ist natürlich auch ein Riesentraum, aber ja, das sind 2 unabhängige Wettbewerbe und wir versuchen in jedem Wettbewerb unser Bestes zu geben und so weit wie möglich zu kommen und ja, hoffen, dass wir da eine gute Saison am Ende absolvieren. Ja, aber gegen Brøndby sind Sie klarer Favorit, denke ich? Nein? Was heißt das schon? Also Favorit kann man sein, wenn man dann verliert, hat man auch nichts davon. Also es geht darum, die beiden Spiele unterm Strich zu gewinnen und weiterzukommen. Und alles andere ist egal, was auf dem Papier ist oder was im Vorfeld geredet wird, das ist völlig egal. Wir müssen erstmal Brøndby schlagen. Und die sind ja nicht umsonst bis ins Halbfinale vorgestoßen und haben auch namhafte Mannschaften aus dem Wettbewerb geworfen. Und ja, die können auch Fußball spielen. Ja, und deswegen ist es nicht so einfach, das Finale zu erreichen. Ja. Und dann folgt es noch das WM in Kanada. Wie sehen Sie das? Die WM in Kanada? Ja, für die daran teilnehmen, ist es mit Sicherheit ein Highlight. Und eine WM ist was ganz Besonderes. Und ja, natürlich nochmal nach einer langen Saison nochmal ein spannendes, interessantes Turnier. Und natürlich da Weltmeister werden zu können, ist mit Sicherheit eine Riesenmotivation. Okay, danke schön. Viel Spaß, viel Glück. Danke, tschüss.